Wir kommen jetzt in den neuesten Bereich der Astronomieausstellung. Das ist die Kosmologieausstellung. Also gehen wir jetzt sozusagen in der Zeit zurück und schauen uns den Urknall an. Wir gehen in das Allergrößte, was es gibt. Und das hier ist jetzt das ganz Große. Ja, das ist das ganz Große im eigentlich relativ Kleinen, weil der Raum ist relativ klein. Aber wir stellen tatsächlich hier die ganze Geschichte des Kosmos dar. Also wir gehen jetzt hier zurück und irgendwann, wenn wir in der Zeit zurückgehen, sind wir irgendwann am Urknall angekommen. Und der ist hier. So am Anbeginn von Zeit und Raum. Das erste Mal, wo ich hier im Museum war, habe ich mir das angeschaut und dann dachte ich mir, okay, aber warum wird hier ein Ball dargestellt? Also der Ball war eigentlich die Idee, auch ein bisschen, dass man wegkommen will von diesem Big Bang, also von diesem Knall, dass man irgendwie sowas als Explosionsartiges darstellt. Und die Idee mit dem Ball war, dass ich mir eigentlich gedacht habe, es ist ja total erstaunlich, dass alles, was wir sehen, also unsere Galaxie besteht aus 100 Milliarden Sternen, dann gibt es 100 Milliarden Galaxien. Im Kosmos, im sichtbaren Kosmos schon. Und das soll alles irgendwann in einem Volumen gewesen sein, das kleiner ist als der Ball. Stellt man sich bloß die Erde vor, die mal kleiner zusammengedrückt ist als der Ball, ist schon unvorstellbar. Und das als Anfangszustand zu wählen, fand ich ein bisschen ehrlicher. Das kann man sich, finde ich, gar nicht vorstellen. Also, das übersteigt meine persönliche Vorstellungskraft, zu wissen, dass dieser gigantische Raum, den wir heute haben, dass der wirklich früher auf so einer Größe geschrumpft war. Das ist wirklich faszinierend. Es übersteigt eigentlich unsere aller Vorstellungskraft, aber man hat eben festgestellt, dass die Galaxien sich einfach, die weit entfernten Galaxien, sich von uns wegbewegen. Und man hat ganz logisch dann rückgeschlossen, irgendwann müssen die näher zusammen gewesen sein. Das war ja Hubble schon 1929, hat er das festgestellt. Und wie geht es mit dem Zeitstrahl noch weiter? Es geht ja bis in die Zukunft. Am Anfang, in den ersten Sekunden, in den ersten Minuten, passiert wahnsinnig viel auf Teilchenebene. Da werden die Elemente gebildet und so. Und dann kommt eine dunkle Ära. Und dann kommen eigentlich schon die ersten Sterne. Aber gehen wir doch weiter. Gerne. Und jetzt sind wir beim COBE-Satelliten angekommen. Was ist dann genau diese Apparatur? Naja, ich war vorher vielleicht ein bisschen vorschnell, als ich gesagt habe, die Geschichte des Universums und dann kommen gleich die Sterne. Also es kommt eigentlich vorher ein ganz wichtiger Schritt und das ist der Mikrowellenhintergrund. Also dass man wirklich diese Reststrahlung von dem heißen Urknall, dass man die heute tatsächlich sehen kann, dass man in der Zeit so weit zurückschauen kann, 13,7 Milliarden zurückschauen auf diese ursprüngliche Strahlung. Und es war schon in den 60er Jahren dann so, dass man gesagt hat, naja, die kann nicht ganz gleichmäßig sein. Und deswegen hat Sachs und Wolf war das, Sachs-Wolf-Effekt nennt man den Effekt, die haben schon in den 60er Jahren festgestellt, naja, es müsste kleine Temperaturunterschiede in dem Mikrowellenhintergrund geben. Und dann hat man ab den 60er Jahren, ab 67, hat man versucht, die zu messen. Und dann haben wir gesagt, man muss tatsächlich in den Weltraum gehen. Nur dort kann man so exakte Messungen durchführen. Und das hat dann George Smoot gemacht, 92, und hat mit dem COBE-Satelliten dieses differenzielle Mikrowellenradiometer ins All geschickt. Und das misst tatsächlich die Temperaturunterschiede in diesem Mikrowellenhintergrund. Also das sind hier zwei Hörner, so Hörner, die braucht man immer, um Mikrowellen aufzufangen. Und das Raffinierte ist, dass dieses Mikrowellenradiometer eine Vergleichsmessung zwischen zwei Himmelsregionen macht. Und man kann tatsächlich da ein Hunderttausendstel Grad Unterschied im Mikrowellenhintergrund sehen. Und das ist tatsächlich das erste Bild, das Babybild vom Universum, sagt man immer. Warum können wir nicht noch ein älteres Bild machen? Naja, wir schauen ja, wenn wir jetzt rausschauen in den Kosmos, schauen wir immer in der Zeit zurück. Die Lichtgeschwindigkeit ist endlich. Das heißt, der nächste Stern ist zum Beispiel 4,3 Lichtjahre weg, Proxima Centauri. Das heißt, wir sehen den Stern erst, wie er vor 4 Jahren war. Mhm. Wir sehen auch die Sonne erst, wie sie vor 8 Minuten war. Mhm. Und je weiter wir rausschauen, desto weiter blicken wir in die Vergangenheit zurück. Und tatsächlich, dieses Babybild vom Universum, das ist fast so alt wie der gesamte Kosmos. Also es ist 13,8 Milliarden Jahre ist der Kosmos alt. Und so alt ist das Bild. Also es ist erst 380.000 Jahre nach dem Urknall ist es quasi entstanden. Hawking war ja damals, als das Bild dann tatsächlich veröffentlicht wurde, war ja vollkommen euphorisch und hat gemeint, es wäre vielleicht sogar die größte Entdeckung aller Zeiten. Und da sind wir schon ein bisschen stolz, dass wir auch das differenzielle Mikrowellenradiometer von George Smoot, der auch dann den Nobelpreis gekriegt hat 2007 dafür, haben. Es ist natürlich nicht das Original, das ist ein Testmodell, denn das Original fliegt ja oben mit dem Satelliten rum und der Satellit stürzt irgendwann ab. Also. Je weiter wir jetzt weiter in die Zukunft schauen, umso
dann bilden sich ja dann die ersten Sterne, oder? Genau, also dann kommt erstmal nichts. Das ist eigentlich eine relativ langweilige Phase vom Universum, also es ist dunkel und das Gas und die Strahlung dehnt sich weiter aus. Und dann ballen sich aber die ersten Regionen zusammen, eben aufgrund dieser dichten Unterschiede. Und wenn die sich immer weiter zusammenballen, dann gibt es Regionen, die sich dadurch weiter erhitzen und so Sterne zünden irgendwann inneres Feuer und dann sind die ersten Sterne da. Und das ist so 200 Millionen Jahre nach dem Urknall. Das ist dann in der Phase nach dem Urknall die nächste interessante Epoche, die dann ansteht. Jetzt bewegen wir uns immer mehr in Richtung Zukunft und die ersten Sterne sind schon entstanden. Kann man die überhaupt noch sehen? Die gibt es ja schon gar nicht mehr, oder? Ja, das ist immer der Punkt, dass man eigentlich zurückschauen kann ja in der Zeit. Und dass man eben ganz weit entfernt diese Sterne schon noch sehen kann. Aber da braucht man eben sehr große Teleskope. Und das wäre so ein Zukunftsprojekt mit einem 20-Meter-Teleskop. Könnte man wirklich so weit zurückschauen. Man sieht die eben sehr schwach, weil sie sehr, sehr weit entfernt sind, weil sie relativ kurz nach dem Urknall entstanden sind. Verstehe. Okay. Und heute gibt es sie tatsächlich nicht mehr. Die sind explodiert in Supernovae und haben ihr gesamtes Baumaterial haben sie ins Universum rausgeschleudert und daraus sind neue Sterne entstanden, so wie unsere Sonne zum Beispiel und andere Sterne. Und wohin führt jetzt das Ganze? Also wenn wir weiter Millionen Jahre vorausschauen, gibt es ein Ende? Ja, die Zukunft wird großartig. Nee, also tatsächlich wird sie, wie man heute denkt, ein bisschen langweilig, weil es werden irgendwann die Sterne Feuer der Sterne wird irgendwann erloschen sein und dann werden sie zu Sternleichen werden. Und tatsächlich ist es so, dass man heute sogar glaubt, dass das Universum, das sich anfangs eigentlich moderat beschleunigt ausgedehnt hat, sich immer stärker beschleunigt ausdehnt. Und das würde bedeuten, alles strebt auseinander in immer größere Geschwindigkeit und es wird immer leerer im Kosmos. Sterne hören auf zu scheinen und zum Schluss ist alles mit ganz langweiliger, immer kühler werdenden Strahlung gefüllt. Also das wäre so das Ende, das man heute annimmt. Aber ist noch eine Weile hin. Also die Sonne, die wird jetzt noch so 4 Milliarden Jahre oder was scheinen. Und naja, ich glaube, vorher haben wir ein paar andere Probleme, aber gut.